Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizebeast Infinity Evolve. Mit dabei der Lex Diamond. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Und einen guten Abend, lieber Herr Dosch. Und dir auch einen guten Abend, lieber Lex Diamond. Und zuerst einmal, man sieht schon eine kleine Änderung. Okay, was heißt klein? Eher eine größere. Wir sind umgezogen. Richtig. Ja, war dann drüben bei der alten Bude doch ein bisschen alles sehr knapp bemessen. Mein Gott, ich habe meinen Bruder gefunden. Ich habe eine Kuh gefunden mit dem gleichen Hut. Und ich habe eine Spinne gefunden mit einem Dinosaurier auf dem Kopf. Die ist tot. Ich muss meinen Bruder jetzt auch töten. Ja, wir haben jetzt hier ein Mining-Biom gefunden. Ich schiff's jetzt mal gerade rüber zu dir. Oder weißt du was, habe ich? Ja, habe ich. Dann gleite ich mal rüber zu dir. Gehen wir schneller. Ja, wie gesagt, war ein bisschen sehr knapp bemessen. Und dann haben wir uns gesagt, komm, wir suchen uns ein neues Biom. Dann sind wir auch ein bisschen näher zusammen. Bei Street Digger gehe ich jetzt mal bewusst noch nicht vorbei, weil der hat schon ein bisschen größer gebaut. Oh. Ey. Ey. Also hier ist die wundervoll gestaltete Ressourcenbude vom lieben Lex. Ja, das ist meine neue Base. Hier bleibe ich jetzt auch drin leben. So. Weißt du, dann brauche ich mir nur ein Crafting-Table hier reinstellen. Dann brauche ich nur so machen, dann habe ich alle meine Ressourcen. Mhm. Ich meine, wir brauchen nicht zum Craften hier eine Mob-Soul. Ja, also, ne, die ist nur Deko. Ja, okay. Zum Glück sieht das auch nicht total bescheuert aus, wie sich die Mob-Soul im Cache rumdreht. Ja, ne, das ist total, ja, naja. Da war jetzt mal nichts zu. Ja. Was ist denn dein Plan für heute? Mein Plan für heute? Ich wollte heute eine kleine Emerald Farm aufbauen. Okay. Ich gehe ein bisschen farmen. Alles klar. Muss ein paar Ressourcen ranholen, damit ich aufbauen kann. Dass du groß durchstarten kannst und uns alle mit deinem Atomreaktor verseuchen? Genau. Okay. Explosion lasse ich natürlich an auf dem Server, damit das auch richtig schön wehtut. Natürlich, dann macht das ja keinen Spaß. Richtig. Ja. Dann haben wir hier noch ein wundervolles Gebäude gebaut, oder gesagt, habe ich mal zusammengebaut. Hier haben wir jetzt mal alle Portale hingepflanzt, mit hier dem Ant. Hey, ich habe auch mal einen Teil dazu getan, ja. Ich habe den Mining-Boden von der Mining-Welt. Ja, hier waren bisher nur Cleanstone und Cobblestone drin. Da hat er ein paar Erz und ein bisschen Gravel reingeklatscht. Und dann hier der Twilight Forest, der immer noch nicht aktiv ist. Also ich war zumindest nicht drin. Habe noch nicht viel von bekommen. Doch, ich war drin. Ich habe ja schon Bäume gefällt, weil... Nee, gar nicht. Da war ich noch gar nicht drin. Das war auf einem anderen Server, glaube ich, ja. Okay. Oder war hier? Ah, keine Ahnung. Ja, ihr seht, wir sind sehr gut informiert. Gut. So, gehen wir mal. Was, ja. Obwohl... Ach, verdammt. Oh mein Gott, der hat ja nur Bananenbäume. Erstmal eine Banane klauen. Nan. Ey, meine Bananen. Nan. Voll. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen für die Schmiede vorbereitet. Habe schnell den Controller gemacht. Und Moment, ein Glas. Und einen Tank. Und verdammt, ich brauche ja noch eins. Habe ich noch irgendwo. Komm, muss ich mal schnell einen craften. Bautschen mich jetzt für. Ah ne, muss ich ja gar nicht. Hier habe ich noch Quicks. Dann kann ich. Ach verdammt, ich muss doch craften. Ich habe auch den Ausguss vergessen. Oh. 1, 2, 3. Den lasse ich drin. Brot habe ich noch. Drin. Keine Sorge, die anderen Blöcke habe ich schon. Ich habe nur die jetzt vergessen, weil ich habe den Großteil aus einer Schmiede in einem Dorf geklaut. Gut. Ich habe glaube ich auch schon zwei Dörfer beklaut. Das heißt erleichtert. Genau, erleichtert. Stand da so einfach rum. Das war so, ja, Drain. Als Mining-Portal ist cool gesetzt, ey. So eine Erde. Mm, das ist ja, echt geil. Also, da brauchst du nur runtergehen. Wer hat die Treppen gebaut? Du oder was? Nee, das hat glaube ich Klaus gemacht. Achso. Gut, ich würde sagen, die Emeralds macht Farm, klatsche ich das einfach mal hier so rein. Also lavamäßig ist halt mehr außen ausgestattet. Ich muss wieder ganz viele Setzlinge mitnehmen. Okay. Fackeln hätte ich mitnehmen können. Ah nein, das ist das falsche Tasche. So. Mal.
Ich bin da echt so ein bisschen planlos, was ich bauen werde, ne? Wie wär's denn mit einem gigantischen Penis? Ja, habe ich auch schon dran gedacht, aber da habe ich mir gedacht, nee. Ich meine, hat heutzutage nicht jeder, ne? Ja, aber vielleicht gucken ja mal Kinder zu, weißt du? Und ja, manche Kinder haben auch einen Penis. Gut, aber dann gucken die hier und dann sagen die, hey Mama, guck mal, das ist ein Penis und ich wollte das doch gar nicht sehen. Weißt du? Oh Mann, Scheiß. Aber Marvel nicht. Marvel kann man immer gut bauen. Ja, Marvel bin ich mittlerweile komplett out of. Also in das Portalhaus habe ich euch einiges an Marvel geballert. Geil wäre, wenn natürlich so standardmäßig Ex Nihilo hier drauf wäre, weil dann könntest du mir nicht Cleanstone durch das Sieb jagen und dann würdest du da zum Beispiel Marvel Keys bekommen. Ach das, ja, kenne ich. Und Limestone und auch Berrybüsche und sowas, richtig cool. Mhm. Oder weißt du, was auch ganz gut ist, um Marvel zu bekommen? Es gibt so einen neueren Block, der nennt sich Curry, den stellst du auf und dann hast du das Ganze. Gut. Kann man natürlich auch machen, ist ja langweilig. Kann man als langweilig bezeichnen, kann man auch als professionell bezeichnen. Oder einfach nur als okay. Nee. Okay? Deine Mutter ist okay. Ey. Kennst du das nicht? Lass meine Mutti aus dem Spiel. Entschuldigung. Meinst du natürlich nicht deine. Okay, dann sei es dir vergönnt. Gut. So. Trotzdem noch das Licht machen. Ah komm, das mache ich jetzt mal. Mache ich hier den Drain hin. Man kann doch auch aus einer Smeltery kann man doch auch mit so einem Fluiduk ziehen oder sowas. Ja, ne? Kannst du auch. Kann man dann auch nur sagen, dass man nur eine bestimmte Flüssigkeit raushaben möchte? Will zum Gießen jetzt als Form oder einfach nur zum Beispiel im Tank rein? Einfach nur in eine Form. Also sagen wir mal, ich habe jetzt da Gold und eine andere Flüssigkeit drin. Dass ich dann nur das Gold rausziehe zum Beispiel. Boah, ne, ich glaube. Stimmt, müsstest du mal gucken, ob du irgendwie was in einen Filter oder so reinsetzen könntest. Das probiere ich jetzt gleich mal. Weil, dann mache ich das aber auch nicht mit den Fluidukten von Ender-Eier oder mache ich das einfach mal mit einem Sammelschnell? Mit einem Fluidukt von Firmel. Okay. Mal, ja. Okay, machen wir hier noch Licht hin. So, jetzt kommt mein Def 0 mit Cobble, Gravel und Dirt. Okay. Dann brauche ich ein paar. Wie heißen die Teile nochmal? Welche? Ja, die ich jetzt brauche. Die Conveyor Belts. Wie heißen die nochmal? Gravels? Ah, danke. Jetzt habe ich aber keinen Rubber mehr, oder? Ah, ich habe noch ein Mega-Rubber-Zapling, ja, der genügt auch. Setz ich mal das, was du auch mal versuchen könntest, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Was? Von Translocator, die Liquid Translocator. 27, 50, doppelt. Ja, die kenne ich. Ich habe ein Creeper-Herz, hast du Hunger? Ich habe ein Creeper-Herz. Hast du Hunger? Oh ne, muss nicht sein. Ah, schade, du kennst das. Das Gravel kann mal weg. Die Erde, das und das und das. Und das. Ja. Was wollte ich jetzt gerade noch gemacht haben? Stimmt, ich wollte da. Du wolltest ein Creeper-Herz essen. Nee, darauf habe ich gerade keinen Hunger. Sehe ich gar nicht, warum. Ah, ich hab da nicht so eine explosive Verdauung. Ja, mein Geld, guck mal, dann verdaust du voll schnell und dann kannst du wieder eins essen. Das ist okay. Nicht, was du hast. Ess doch eins, würde ich auch machen. Okay, nein, würde ich nicht. Oh, interessant. Mit einer Autosmelt-Lumber-Ex werden die
Wird das Raw Rubber und so nicht gebraten? Auch nicht das Holz? Nee, das nicht. Das ist davon ausgeschlossen. Schade, fände ich jetzt sexuell. Da musst du so Oakwood und so nehmen. Hm. Finde ich jetzt schade, aber gut. Boah, ich finde jetzt hier schon voll viel Uranium vom Mineschein. Was kann ich denn damit alles machen? Das ist Uran? Hä? Das hat einen Uran? Ey, geil. Kannst du alles schön benutzen für IC2 und so. Was findest du hier massig? Uranium-Minen-Chem. Stimmt, das hat einen Uran. Ja, ich schaute mir hier gerade nur so ein bisschen Uranium von IC2 schon was auf. Ich wollte das später mal davon. Ja, kannst du auch benutzen. Hab ich gerade nachgeguckt. Ja, ich wollte das später, das Uran wollte ich mal verarbeiten über die Messerwetter und so. Ja, musst du, wenn du das findest, nimm das auf jeden Fall mit. Das kannst du auch alles im Messerwetter reinmachen und so. Mhm. Cool, hab ich gerade nachgeguckt. Das ist alles mit IC2 versorgen. Mega gut. So, Alter, mein PC ist gerade am Heulen. Ich glaube, der braucht mal ein bisschen Kühlung. Irgendwie so ein Glas Wasser drüber oder so. Ah ne, der steht doch schon im Heizwasser. Jetzt habe ich natürlich den Hammer weggelegt. Das war sehr schlau von mir. Das war very intelligent und klug von mir. Alter, ist jetzt hier nicht mehr als noch der Gravel, Alter. Das ist jetzt eben nochmal gelandet. Ja, komm, nehmen wir mal hier den Fackeltrick. So, einmal den Gravel hier mal wegmachen. Ja, wir haben noch Zeit, wir sind noch bei 12 Minuten. Hab schon Befürchtung gehabt, die Folge wäre schon wieder vorbei. Ich das hier schön machen? Ja, würde ich. Na. Würde ich auf jeden Fall. Wenn du einmal anfängst, hässlich zu bauen, dann baust du die ganze Zeit nur noch hässlich. Ja, das ist eh nicht sichtbar hier. Deswegen. So. Das sollte eigentlich auch schon reichen. Ich mache das aber trotzdem mal weg. Ja, komm. Ich hätte mir ja eigentlich auch mal eine Schaufel oder einen Exkavator machen können. Wäre zu einfach. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Eben. So. Das machen wir nochmal weg. Auch. Na, da war jetzt viel. Gut. Na, hallo. Geht doch. Hier den Gravel da wegmachen. Das hier könnte ich noch wegmachen. Hat Sora eigentlich mal irgendwas geschrieben, wie es jetzt mit dem aussieht? Nee, ich habe schon vor lange nichts mehr von dem gehört. Ja, ich hab mich auch schon gewundert, weil in der Gruppe wird nichts mehr geschrieben von dem. Nochmal in unsere Gruppe da ansprechen, gucken, was da von ihm kommt. Mhm. Weil entweder kommt da mal was oder weiß ich nicht. Bringt das ja nichts. Ne. Warte, bevor ich das jetzt mache. Wow. Jetzt baue ich schon mal den Spawner hin. Ich dachte gerade, mein Leben hat ein Ende, aber. War nur die Wurst, ne? Nee, ja, so in der Art. Was war denn bei dir gebaut? Aber wenn wir nachher offline sind, muss ich auf jeden Fall mal beim Dingens vorbeigehen. Interessiert mich mal, was der schon Schönes gebaut hat. Der Sweet? Hm? Oh, der hat wieder reingehauen.
Leuten und so. Komm, nehmen wir mal so einen. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Ich habe jetzt nur mal hier bei meinem Texture Pack. Habe ich die Texturen von Draconic Evolution. Habe ich die Zweckstexturen genommen, weil Faithful hat da noch nichts reingehauen. Dass da wenigstens so ein bisschen Textur da ist. Sieht man jetzt hier relativ schön, es ist so ein bisschen Unterschied, so von den Barren. Ja, komm, die. Könnte ich mal da reinschmeißen? Was wollte ich jetzt noch gerade gemacht haben? Ah ja. Einen Gold Apple? Mann, wo sind die Zeiten geblieben, wo man sich über Diamanten so gefreut hat? Oh, die sind irgendwo am Ende. Schau mal bei. So 1, 2, 4. Bei Version 1, 2, 3 rum. Da wo noch keine richtigen Modpacks waren. Aber ist echt so, ne? Ja. Diamanten! Ich hab 4 Diamanten! Oh, ich weiß noch damals, als ich angefangen hatte. Ich hab ein Dia gefunden. Ich war der Oberbabo auf dem Server. Oh ja, Diamanten, ey. Wie ich mich darüber gefreut habe. Heute bist du ja der Oberbabo, wenn du ein Iridium findest. Ja. So. Dieses ist er damit. Aber auch nur am Anfang. Kannst du dir auch eigentlich gut herstellen, ne? Ja, ja. Es sei denn, du spielst mit Quacktag. Oh, ach ja, hör auf, ey. Ganz vorbei. Nein, ich will nicht abgetrieben werden. Ich bin kein Abtriebkind, ich bin gewollt. Na, anscheinend nicht. Also ganz ehrlich, das heißt nicht an den Conveyor Belts von MFR. Bist du einmal drauf, hast ein Problem. So, dann noch hier die Decke zumachen. Das kann ich hier hinten jetzt aber auch nochmal schön zumachen. Dann hatte ich die hier und die kommen dahin. Ja, die Pinsons kommen hier raus. So. Alter, muss mir nachmachen, das wollte ich gerade gesagt haben. Bitte? Das wollte ich gerade gesagt haben. Ich habe sie nur schon mal abgenommen. Ja, danke. Hast mir sehr viel Last abgenommen. gut. Was wollte ich denn jetzt noch nehmen? Wo habe ich es? Habe ich doch hier irgendwo, oder? War das doch hier drin? Ah ja, da. Ein Casting Table. Gut. Weiß aber auch nur, dass ich schon den Ausguss gemacht habe für die Schmiede. Brauche ich ja jetzt eh nicht. Zwei Gold werde ich aber brauchen. Einen Diamanto. Das Gold kommt hier rein, das wird aber noch nicht schmelzen, weil nur Lava. Hast du noch Obsidian? Oder hab. Warte mal. Boah. Wir haben's. Nee, warte mal, Quantagian ist einfach. Wofür habe ich denn hier noch so ein. Ignesis Extruder. Genau. 1, 2, 3. Blob, blob, blob. Ja, komm, dann hol ich mal 9. Weil dann lasse ich das direkt aus dem Endertank da reinpumpen. Ach, verdammt, das war schon zu viel. Na gut. Ender Tank. Jetzt weiß ich aber nochmal auf die. Was habe ich genommen? Quiet Blue Ride, okay. Aber weißt du, worüber man sich eigentlich jetzt hier freuen kann? Über Gold. Oh, das geht. Also, Goldprobleme habe ich jetzt nicht. Ich habe 4 Stacks und 3. Das ist aber noch seltener als alle anderen Erze. Wieso mache ich eigentlich so viel Obsidian? Ich brauche doch gar nicht so viel dafür. Okay. 4 Blazewoods. Mann, ey, ich will so ein Dingens haben, ey.
Button. Divination Stitcher. Wenn ich eins finde, kannst du es haben. Kohle, 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 Kohle. Alter, hier sind wir jetzt ja auf der Bett. Am letzten Mal ist ein Creeper hinter mir gespawnt. Wo du das Lied gesungen hast? Ja. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, Lava ist da. Wo hatte ich die Frühkonduits? Hier. Ich muss gleich mal nach der Aufnahme unter mein Galactic Science Video gucken, weil da hat mir mal einer erklärt, wie ich eine unendliche Energiequelle mit einem Schem bauen kann, und dann werde ich mir damit auf jeden Fall mal gleich beschäftigen. Okay. Ich glaube, ich brauche dann nur... geht weg! Nur Wasser. Oh, ich hasse diese scheiß Giftspinnen, ne? Die Füße. Und das musst du dann rausfiltern und so. Muss ich gerne mal gucken. Mhm. Kriegst du mir da einen Brennstoff raus? Was für Fluidukt? Hahnfluidukt? Reicht. Nee, Temperat nehme ich dann nicht. Dann nehme ich die Hahn. Ich weiß nicht, ob die da so gut reagieren, wenn da so Molten Emeralds rauskommen. Okay, alles klar, ich muss auf jeden Fall gleich mal das Fenster aufmachen. Ansonsten theoretisch kannst du ja auch wirklich dann dort Molten Emerald in den Drum oder so laufen lassen. Mhm. Und es danach unten rausfiltern. Und irgendwie im Crafting-Feld reinpacken oder so. Obwohl, ne, du musst eigentlich ein Emerald gießen, um das zu formen. Ja. Ja, okay, du kannst theoretisch auch Blöcke nehmen, ne? Ach, da muss ein Emerald, wirklich auf ein Emerald rein. Ich dachte, das geht auch mit einem Bier. Also so ging das auf jeden Fall mal. Hast du ein Emerald? Geh mal zu mir, bestimmt habe ich irgendwo eins. Kriegst auch später gerne in mehrfacher Form wieder. Oh, mein Gott. Das ist jetzt echt doof. Moment. Ich bringe dir sogar ein Geschenk mit. Backgeschenke. Du. Ich habe mal meine Rüstung hier ein bisschen verzaubert. Habe ich mir mal eine neue gegönnt. Oh, wir sind ein bisschen über die Zeit. Oh, okay. Sind gut. 23 Minuten. Dann schnorr ich mir mal einen Emerald bei dir und leg dir dein Geschenk, was ich gerade verworfen habe. Kriegst du einen Obsidian. Aber Emerald habe ich noch gehabt, ne? Ja, hat es noch drei. Okay. Gut, würde ich sagen. Ja, das war's dann und wir sehen uns in der nächsten Folge, oder? Jo, dann bis dann. Ciao. Ciao.